Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu, wie heißt das noch, Pokémon Shifting Worlds. Genau. Mit Xanix. Hallo Gorobei. Hallo Xanix. Ich muss noch einmal schnell gucken, wie weit wir denn laufen müssen heute. Okay, bis vor Jubelstadt. Danach werden wir alle einholen auf jeden Fall. Genau. Überholen. Wir sollen aber nach unten gehen, wurde gesagt. Genau, stimmt. Da war ja noch was. Das war ja ein Item am Strand. Ich renn mal los. Ein Purpurstück. Ist bei dir, das sind ja auch geswitcht, beziehungsweise geschiftet, wie wir es hier nennen. Geschiftet. Und bei mir ist es X-Spezialverteidigung gefunden. Ach ja, stimmt ja, die sind ja auch geändert. Stimmt ja. Habe ich dann noch Geld, um mir neue Pokébälle zu... Nee. Bestimmt nicht, wir haben ja noch nicht mal gegen den Trainer gekämpft. Nee, stimmt. So, ich bin jetzt bei Route 102. Ja, 202 genau, da bin ich jetzt auch. Und da wartet Lucia. Lucia wartet da. Bei mir oder... Lucius, hast du ihn angesprochen? Er spricht mich gerade an. Alles klar. Steffi, weißt du eigentlich, wie man Pokémon fängt? Ich fange eins und du siehst genau zu. In Ordnung? Hat sie dasselbe gesagt, oder? Ich bin gespannt. Was fängt sie bei dir? Lotoze. Golbat. Golbat. Ich bin ja immer noch gespannt, was passiert, wenn sie den besiegt. Ist das Pokémon voll? Ob dieses Spiel crasht oder oh, was? Oh, Alter, der hat einen Panflamm mit Flammensturm. Okay, meiner hat einen Feuerwirbel und einen Flammenhof. Das war knapp. Was ist denn, was, wenn das wilde Pokémon das Panflamm besiegen würde? Ja, ich will es nicht wissen. Hat sie bei dir auch Panflamm eigentlich? Ja, ja, hat sie. Und das Pokémon setzt Armstoß ein und jetzt ist nochmal Feuerwirbel und ja, noch nicht ganz rotes Bereich. Bei mir fängt so, er jetzt schon. Wächst. Ja, bei mir war ja die Animation Armstoß ist ja irgendwie dreimal, viermal hintereinander wenigstens, also bis zu fünfmal. Und jetzt kommt erst der Pokéball in Einsatz. Oh, bald. Wir haben noch ein Team aufzuholen. Und, hat es dein Pokémon gefangen? Er hat's gefangen, ja. Er hat jetzt ein Golbat. Und bei mir ein Lombrero. Lombrero. Golbat. Auch interessant. So, hat sie es geschafft, oder? Ja, fertig. So macht man das. Eigentlich sollte man einem Pokémon noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. Zieh einem Pokémon so viele KP wie möglich ab. Denn ein Pokémon, das alle KP besitzt, ist sehr schwer zu fangen. Oh, und wenn du Pokémon mit einer Attacke im Schlaf oder so versetzt, sind sie noch einfacher zu fangen. Nun dann, Steffi. Für deine Anfang schenke ich dir 5 Pokébälle. Danke. Hast du viele Pokémon bei dir? Kannst du weitere Strecken... Hast du viele Pokémon bei dir? Kannst du weitere Strecken reisen? Und so wirst du mehr Pokémon begegnen. Nun dann, man sieht sich. Okay, das heißt ja für uns, dass wir jetzt gleich wieder ein Pokémon fangen. Eventuell, wenn du es nicht killst. Ja, ich guck mal nochmal nach. Okay, ich bin voll aufgeladen. Voll geheilt. Ich auch. Okay, Dorothy? Dann los. Dann los. Okay, ich habe meinen Counter. Und nur den Typ sagen, glaube ich, ne? Okay, genau, jetzt sagen wir noch Typ. Okay, müsste ja dann normal sein. Ich muss einmal den Typ ergoogeln. Achso, ich habe ja auch schon normalen Pokémon, wie ist denn das dann? Das ist ja bloß, wenn wir den gleichen Typ haben, wa? Ich habe einen Gesteintypen. Warte, wie war das denn? Du darfst nicht denselben Typ dabei haben. Genau, guck mal lieber nochmal nach. Beim selben Primärtyp darf keiner der beiden Trainer das Pokémon fangen. Okay, meins hat denselben Primärtyp. Also, oder wenn wir beide dasselbe Primärtyp. Nur wenn wir beide. Okay, meins hat aber innerhalb eines eigenen Pokémon-Teams darf kein Primärtyp doppelt vertreten sein. Ja, bei mir hat es ja meinen gleichen Primärtyp. Genau, das heißt, du darfst die. Dürfen wir jetzt nochmal suchen? Warte mal kurz. Ein Duo. Beim selben Primärtyp darf keiner der beiden Trainer das Pokémon fangen. Stattdessen darf der nächste Encounter gefangen werden. Okay, jetzt dürfen wir den nächsten Encounter benutzen.
Die Frage ist, ob wir oder nur du. Keiner der beiden Trainer darf das Pokémon fangen. Ist er doch da, oder? Ja, aber da steht, die Pokémon eines Duos dürfen nicht denselben Primärtyp besitzen. Beim selben Primärtyp darf keiner der beiden Trainer das Pokémon fangen. Oh, es wird kompliziert. Also meins ist, wie gesagt, normal Flug. Und normal ist ja Primärtyp. Und deswegen halt ein bisschen blöd. Dann mach halt deinen zweiten Encounter und ich fang den hier. Okay. Du bist in Kong. Hör auf Goro bei, falls irgendjemand meckert. Falls einer meckert. Das kommt jetzt gleich jetzt Pokémon nochmal. Echt? Ja. Okay. So. Okay, das ist nicht sehr effektiv. Ich mach's nochmal. Oh, es wird knapp jetzt. Das ist eine geile Eigenschaft auf jeden Fall. So. Aber ich fang's ja nicht. Oh, jetzt nochmal. Aber wenn einer von uns das killt, dann ist eh hinfällig. Genau. Ich muss es fangen jetzt, ansonsten killt er sich selbst. Ich hab Wasser. Was hattest du? Ich hab Gestein. Okay. Okay, was war dein erstes nochmal gewesen? Deins war... Geist, stimmt. Oh, das muss ich fangen. Er ist ausgebrochen. Wenn er jetzt die Attacke macht, dann tötet er sich selbst. Bitte nicht. Oh, scheiße, ich muss mich heilen. Oh nein, dann setzt er das Ding. Werf ich einen Ball? Riskiere ich's? Oh mein Gott. Mies ist, dass mein Pokémon Hagelsturm hat. Oh. Ich mach einen Ball. Und hoffe. Ansonsten ist das wieder scheiße. Dann haben wir es wieder verkackt. Wir haben es verkackt. Es ist tot, oder was? Was? Nee, ich bin tot. Ja. Geil. Okay. Kann ich ja Flucht machen. Ich besieg's jetzt einfach. Scheiße. Ich hab einen Kanimani. Ich hab einen fucking Kanimani, Junge. Ich hatte dieses Voluminas? Die Weiterentwicklung von Naskene. Ja, stimmt. Voluminus. Ja. Verkackt. Dann ist es eh egal mit der Regel. Wir haben verkackt. Verkackt ist verkackt. Ich wurde besiegt. Ach, das ist doch scheiße. Man kann nicht mal. Mann, ey. Jetzt ist es fast. Ach, Mann. Ist fast schon im roten Bereich. Ich wusste nicht, dass er hatte vorher immer Kopfstoß gemacht. Und das bei mir war es ja ähnlich mit Walzer, wo ich mir dachte, verdammt, der Walzer wird ja immer stärker pro Runde. Und wenn ich nicht sofort fange, dann werde ich besiegt. So, oh. 37 Erfahrungspunkte. Ich gehe nochmal kurz ins Pokécenter. Ja, ich war auch eben, ich weiß nicht. Was ist los? Ja, wir müssen doch bald mal ein zweites Pokémon fangen. Das geht ja nicht. Ja, wir haben noch ein bisschen. Vielleicht sogar diesen Part noch. Wir dürfen nur nicht zu hoch sein vom Level, sonst besiegen wir das mit einem Schlag. Das ist richtig. So, dann gehen wir zum Trainer. Zum Trainer? Ja, ich bin Route 202 wieder. Ich hatte gerade einen Random Encounter. Ah, ich auch gleich wieder. Auch nochmal. Ein Electek. Ein Scheinungs. Ja, das tut mir natürlich leid, dass ich das diesmal verkackt habe, dass ich besiegt wurde. Aber jetzt sind wir quitt, sagen wir so. Sagen wir so, dass wir jetzt quitt sind. Ich bin entkommen, alles klar. Dann geht's jetzt gegen den Trainer. Renn mal nicht durchs Gras. So, erster Trainer. Soll ich bringen? Ja. Du bist ein Pokémon-Trainer und ich bin ein Pokémon-Trainer. Unsere Augen haben sich getroffen, also müssen wir uns messen. Der singt das ja. So, die sind ja auch gerandomized jetzt, ne? Genau. Nein, echt jetzt? Oh, lol. Ein Stolinor. Bei mir hat ein Jungglut. Weißt du, was so blöde ist? Das Stahlgestein. Ich habe normale Attacken, die physisch angreifen. Und das... Du weißt, was das... Ja. Ah. Oh, Flammrad, Alter. Ich mach den sowas von keinen Schaden, ey. Ich mach Kratzfurie. Ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer gerade. Das hat vielleicht 2 KP anstatt 1 KP abgezogen. Flammenrad nochmal.
Stell dir mal vor, wir würden die Pokémon verlieren, wenn wir besiegt werden. Der setzt Walzer ein. Warum hat dieses fucking Pokémon Walzer hier? Ich glaube, ich werde gleich besiegt sein. Ich habe ihn fertig gemacht mit Kratzer. Ja, aber der setzt Walzer ein. Ja. Das Problem ist, deine Attacke wird immer stärker. Und ich mache immer nur 1 KP Schaden mit jeder Kratzfolie. 151 E-Punkte? Das war ja ein ganzes Level für Dorothy. Krass. Ich mache scheinbar doch ganz gut Volltreffer. Ich muss mal ins Pokécenter. Ja, kann sein, dass ich gleich automatisch im Pokémon-Center lande. Und schon wieder Walzer. Ach, das ist doof mit dem Moment. Oh, das ist wie das Pokémon. Ich hätte mich heilen sollen, aber ich dachte, wenn er hatte Antikraft und er hatte Kopfstoß und offenbar auch Steinhagel. Das wusste ich ja dann nicht, dass er Steinhagel einsetzt. Ich dachte, er macht Kopfstoß und killt sich halt selbst. Und Pokebälle sind halt nicht gut genug für solche starken Pokémon, ne? Kratzfurie geht daneben. Lino setzt Walzer ein und ich bin besiegt. Was mache ich denn jetzt? Mache ich die nächste Trainerin schon oder soll ich warten? Mach ruhig die nächste Trainerin. Ich werd geheilt und... Okay. Was sehe ich denn da? Einen Trainer? Einen Kampf bitte? Normalerweise haben die hier Staralili und so einen Kack, ne? Ja. Ich werde mich kurz auf Level 7 hochpushen. Ich bin eh gleich Level 7. Mhm. Und dann müsste ich den hoffentlich besiegen können. Sie hat einen Hypopotas. Das ist doch dieses Nilpferd auf dem Sand. Das Nilpferd aus dem Sand. Ja. So, Electek. Also random ist schon sehr random, muss ich mal sagen. Random ist schon sehr random. Zitat Xenix 2016. Random ist schon sehr random. Schreibt das auf, Leute. Also, ich meine mal, wir schaffen es kein Pokémon zu fangen, weil wir entweder zu stark oder zu schwach sind. Oder wir werden dauernd von Trainern besiegt, weil wir zu schwach sind mit unseren Pokémon. Bargeld. Es hilft mir auch nicht, dass meine Animation so langsam ist. Die Animation ist echt langsam. Überstehe ich den oder soll ich mich halten? Ich überstehe das. Ah, Dorothy fängt auch an. Nice. Dann habe ich das Quiekel auch besiegt. So. Quiekel? Ach, hat 2 Pokémon oder was? Ja, sie hat einen Hypopotas und einen Quiekel. Ja, bei mir würde das anders sein. Ah, das heißt Bodenattacken, hat sie? Okay, wenigstens. Und Superzahn will er lernen. Oh. Pokémon ja, natürlich. Mit Superzahn? Ja, frag mich nicht. Frag mich nicht. Wie macht Porygon das denn? Ulla. Und das Schöne ist, Superzahn macht ja immer die Hälfte der KP weg. Heißt also, hat auch keinen veränderten Schaden. Auch nicht in dem Randomizer? Obwohl, nee, Hyperzahn ist ja das Gute, oder? Was ist Superzahn denn? Ich hab Superzahn bekommen. Ich muss mal kurz gucken, wie viel Schaden macht. Aber ich muss mir den Kopf zum heilen. Sonst, Soll ich Dorothy jetzt weiter trainieren? Ja, trainier mal kurz weiter. Wie welches Level hast du denn, Dorothy? 7. Ja, mach kurz nochmal. Bin gleich auch wieder beim Trainer. Ich muss nur kurz hoffen, dass ich keinen random Encounter bekomme. Jetzt kannst du flüchten, ja. Ja klar, flüchten tue ich, aber... Es setzt Tagessturm ein. Jedes Mal, wenn kein startet, steht ja, es setzt Tagessturm ein. Ich dachte am Anfang, cool. Und jetzt denke ich, Oh, Dorothy erlernt Spukball. Cool. Also, gut, gegen normale Pokémon habe ich immer noch nicht so viel, ne? War denn die erste Attacke gegen Kratzfurie oder was war? Ne, Kratzer habe ich und Schlecker. Kratzer war früher wahrscheinlich Heuler oder so. Oh, Electek. Hier ist wieder so dieses Nassgenäht-Vieh. Oh, ich nehme mal kurz. Minas. Setz Tagessturm ein, danke. Kann man kurz mal gucken. Bericht. Attacken. Superzahn. Okay, greift mit dem scharfen Reißer. Halbiert die KP. Sehr gut, das ist doch das, was.
Und dann kann ich auch dieses Stolino besiegen. Weil es mir egal ist, auf welchen Typ das ist, wenn es ja eh die Hälfte der HP reduziert wird. Lass uns kämpfen, ich werde gewinnen, sagt er. Das sind drei Trainer insgesamt, die du noch machen musst. Ja, ich bin jetzt gerade wieder beim Trainer Nummer One. Number One. Lol, der hat einen Apollo. Ein Apollo Level 5. Apollo wird bei mir auch geil werden. Wie soll ich einen Apollo besiegen, bitteschön? Die ganze Zeit mein Haar gestoben warten. Ich weiß nicht. Apollo setzt Schlecker ein. Das macht ganz schön Schaden. Also wenn bei mir ein Geist-Pokémon kommt, ich hätte doch echt hier Quickel nehmen sollen. Quickel, ja. Okay, ich hatte auch Spukball, das hat das fertig gemacht. Wieder Walze ein, ey. Es gibt gut EP, ey. Wir stehen auf EP, ich sag dir das. Aber ich glaube, diesmal werde ich es schaffen. Okay, nochmal Superzahlen. Das macht mehr als Kratzfolie auf jeden Fall. Ja, setzt dein Walze ein. Und jetzt hoffe ich, dass die nächste Kratzfolie trifft und wenigstens viermal Schaden macht. Sonst bin ich schon wieder im Arsch. Im Arsch bist du dann, Alter. Ja. Beziehungsweise mein Blechmann. Dann das ist halt cool. Ja, wir müssen die Folge halt so lang machen, wie sie lang wird, ne? Ich stehe vor Jubelstadt, also ich bin so weit, wie ich soll. Gott. Bitte. Hat es ausgereicht? Ja! Hat ausgereicht. Also ist Stolonia besiegt. Ja. Hast Level 8 dadurch. Okay, einfach stark, ja. Danke. Einfach stark, du bist einfach stark. Vielleicht hast du ja mehr Glück bei den anderen. Ich werde meinen Trank einsetzen. Ich will nicht mal zurückgehen. Medizin, Trank. Okay. Und jetzt kommt Geisttrainer. Yes. Gucken wir mal. So, jetzt kommt die Frau und das Mädel. Obwohl, nee, sonst trainier noch ein bisschen, ist auch blöd. Weil dann bist du wieder überlevelt, dann kannst du kein Pokémon fangen. Ja, wobei, so viel Schaden mache ich ja nicht mit Kratzer eigentlich. Mhm. Ah, wobei, warte mal, die sind ja auch gerandomized. Ich bin Level 9. Rabautz! Rabautz! Der Kampf-Pokémon. So. Und das hagelt, schön. Dann mache ich gleich Kratzfurie. Ich muss unbedingt bei Xenix reingucken, da ist nämlich wenigstens die Action hier bei mir. Da ist ja wenigstens Action, Lord. Ja, und im ersten halben Part hättet ihr bitte bei Goro beischauen müssen, da war nämlich ein bisschen Action. Dorothy macht das ja alles, ey. Setz Geowurf ein. Warte mal, war Geowurf nicht ein fester Schaden? Geowurf? Nee, doch nicht. Auch nicht im Randomizer. Nichts ist fest, Xenix. Nichts ist fest. Doch. Weißt du, Drachenwut. Ist Drachenwut fest? Der hat 40 Schaden. Auch im Randomizer? Stimmt, das ist so, wie Superzahn ja die Hälfte von Schaden macht. Ach so. Halt so Fähigkeit spezifisch. Ich weiß nicht, so. Ist total langweilig. Ich kann mich hier hinstellen und warten und wir reden dann damit. Sorry, Goro. Erste Pokémon von ihr habe ich besiegt, Level 8. Was ist das zweite? Zweite ist, es hagelt. Schönes Pokémon. Ich schätze mal Eis. So, und das zweite ist Libunkel. Das Frosch-Pokémon. Libunkel? Das Gift-Kampf-Pokémon. Ach, dieses, ach so. Ich hoffe mal, dass Kratzfurie mal mehr als zweimal trifft und dann sollte ich auch Libunkel besiegt haben. Ja, das macht ja schon fast die Hälfte KP weg mit einmal Kratzfurie. Also mit einer Kratzfurie. Teil von einer Kratzfurie. Weißt du, was ich meine? So, Glibunkel ist auch erledigt. So. Was kommt danach für ein Danach Trainer? Kommt noch ein Typ. Ja, kann ich dir nicht sagen. Die sind ja random. Bei mir hatte sie ja einen Hippopotas und einen. Nee, ich meine für einen Trainertyp. Ein Junge. Ich lauf zwei Schritte im Gras und erstmal wieder ein random Encounter. So ein Junge, so ein Knecht. Wie heißt der? So ein Kid. Knecht. So ein Schulkind. Schuljunge. Knecht. Leute, lasse Leute. Knecht. Sonst gehe ich schon mal in Jubelstadt rein, da wird schon nichts passieren. Ja, ich warte hier vor Jubelstadt. Du bist ja gleich fertig. Ach, 2 Meter vor dem Grasausgang muss natürlich wieder ein Random Encounter sein. So, aber ich bin gleich bin ich bei Trainer Nummer 3. Gleich.
Kann ich nicht die Animation ausschalten, wenigstens in der Zeit? Ich muss mir nicht jedes Mal anschauen, dass es hagelt. So. Okay, Trainer Nummer 3. Ach, der hat noch Gesteins-Pokémon, oder? Stein oder Stahl wird er haben. Und er hat Bosporos. Bosporos? Wer ist das denn? Das ist dieses Pflanzenflug-Pokémon. Also die haben komplett wirklich random, nicht nur, dass die... Ja, die sind auch, können auch legendär sein, im Übrigen. Nee, das ist Pflanzenflug, das ist hier dieses, was zu... Das habt ihr bestimmt doch auch in Silber, Soul Silver gehabt. Wie heißt das? Hopsbross. Ach, Hopsbross. Ah, Hopsbross, ja. Hops. Hopsbross. Ach so, ja, das Hopsbross. Ist ja nicht stark. Nee, ist auch nicht stark. Ich speichere mal einfach. So, obwohl, das hat ja andere Werte. Ist ja gerandomized. Stimmt, das hat ja... Das hat eine relativ hohe Defensive, habe ich mitbekommen, ganz merkwürdigerweise. Aber ich habe die Hälfte der KP runter mit drei Kratzfurien-Attacken. Und jetzt setze ich nochmal Kratzfurie ein. Wenn die Hagelanimation mal nachlässt. Das sind im Übrigen im Gras immer dieselben Encounter. Ja. Also, das ist. Die sind ja auch gerandomized, aber es sind feste gerandomized Pokémon. Ja. Und das setzt natürlich Aeroass ein. Natürlich, Katastrophos kann Aeroass. Er ist ja Flug auch, aber mit seinen Lappen, was da vom Kopf raushängt. Früher kann ja eigentlich auf der Stufe ja nur Platscher, glaube ich. Ja, das wäre mal geil, wenn die dann nicht gerandomt waren und die Attacken. Oh, das wäre doch mal ein cooles Pokémon gewesen, ey. Chellas. So. Okay. Hoffentlich kein... So, Jubelstart, yes. Und was sagt der da unten? Links wäre noch ein Item. Was hast du das schon genommen? Ja, ja. Was sagt der Typ? Der Typ sagt nichts. Uninteressant. Und ich habe Paraheiler. Gut. Dann können wir in die Stadt reingehen. Nee, nächste Folge. Verdammt. Verdammt, gut. Nächste Folge, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Cliffhanger. Wir gehen in Jubelstadt nächste Folge. Schaut bei Grants und Steffi rein. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.